Ja, herzlich willkommen zum ersten wirklich richtigen Video auf diesem Kanal und in diesem Video möchte ich dir zeigen, warum es wichtig wäre, Instagram zu nutzen, auch als Filmemacher. Bis nach dem Intro, Feuer frei! Ja, warum ist es wichtig bzw. interessant, Instagram zu nutzen, auch als Filmemacher? Instagram dürfte jedem ein Begriff sein. Man postet Bilder. So. Als Filmemacher, wir wollen eher Videos posten. Gut, wir könnten Insta-Story nutzen. Dazu mache ich vielleicht im nächsten Video ein bisschen mehr. Aber wir reden jetzt mal wirklich über die Bilder auf Instagram. Tipp Nummer 1 wäre, du kannst dir deinen eigenen Style finden, indem du Bilder machst. Ja? Du lässt sie auf Instagram hoch, aber nicht einfach nur ein Bild machen und dann hier, gib ihm Instagram irgendeinen Filter drauf oder so, sondern bemühe dich vielleicht über die Komposition deinen Style zu finden oder über den Look, den du nachher drüber legst, die Farbe oder sonstiges. Ja, bei mir hat sich es irgendwann rauskristallisiert, dass ich total auf diesen Teal and Orange Look abfahre. Gut, ich bekenne mich schuldig. Tipp Nummer 2 ist, ja, du kannst dir über Instagram natürlich eine coole Reichweite aufbauen. Du kannst Instagram nutzen, um zum Beispiel Behind the Scenes zu posten von deinen Arbeiten. Es ist immer interessant, mal Einblicke zu bekommen hinter die Kulissen, wie derjenige arbeitet, für den man sich interessiert zum Beispiel. Entweder du nutzt es wirklich und machst es so als Portfolio, guck mal hier unsere Looks, oder machst nur Screenshots aus deinen Arbeiten und postest die dann zum Beispiel. Tipp Nummer 3, für mich der wichtigste Tipp, weswegen ich mit Instagram angefangen habe, war eine Challenge an mich selber. Ich meine, ich habe das jetzt nicht erfunden, die Challenge. Also das haben wahrscheinlich schon, was weiß ich, wie viele tausend Leute vor mir gemacht. Ich bin aber tatsächlich drauf gekommen, nachdem ich ein bisschen rumüberlegt habe. Ich habe jetzt gar nicht irgendwo gesehen, dass es diese Challenge gab. Erst so dann im Nachhinein, dass viele da auch so ein bisschen das so machen. Picture of the Day und so. Ich habe mich wirklich versucht, ich glaube bei mir waren es 3 Monate. In den 3 Monaten habe ich versucht, jeden Tag ein Bild zu posten. Es war echt hart, jeden Tag sich dann die Gedanken machen zu müssen. Was könnte ich denn heute posten, was auch zu deinem Stil wiederum passt? Und ja, wie gesagt, es war nicht so einfach, deswegen würde ich dir das raten, einfach so als Challenge an dich selber, versuch mal, musst es ja nicht 3 Monate machen, mach's mal 1 Monat oder vielleicht auch nur eine Woche oder so, probier mal jeden Tag ein Bild hochzuladen und vor allem schult das auch ein bisschen so das Auge. Ja, du guckst auf einmal ganz alltägliche Dinge mit komplett anderen Augen an, weil du ja heute noch das Bild haben musst. Ja? Und dann machst du das Bild und du merkst, okay, irgendwie, es ist nicht ganz so geil geworden, also mache ich es von einem anderen Winkel zum Beispiel. Oder ich arrangiere anders, ich stelle anders die Sachen auf dem Tisch zurecht, dass es nachher cooler aussieht. Ich warte auf anderes Licht, ja, auch ein wichtiges Ding. Wie gesagt, man kommt ganz auf andere, man schult sein Auge sozusagen. Deswegen würde ich dir das unbedingt raten. Es gibt auch übrigens noch eine coole App, mit dem du wahnsinnig geil deine Bilder bearbeiten kannst, auch ohne dann noch lang irgendwie in Lightroom oder so rumspielen zu müssen, was ich allerdings trotzdem immer gemacht habe. Ich habe nur dann noch ein paar Looks draufgelegt, zum Beispiel in der App. Die heißt Snapseed. Ich verlinke sie mal unten in der Beschreibung für Android und iOS für umsonst zu haben. Allerdings gehe ich auf die App vielleicht im nächsten Video nochmal genauer ein oder im übernächsten, je nachdem. Vielleicht gehen wir im nächsten Video erstmal noch die Insta-Stories durch. Also, falls es dich interessiert, kannst du mir gerne ein Abo dalassen hier auf der Seite und ein Video noch anschauen. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir mehr darüber reden. Bis dahin, mach's gut, dein Barney, hau rein, ciao!